بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي ما يتعلق بالأعمال الشيطانية من السحر والكهانة والتطير والنظر في النجوم. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, wir haben im letzten Kapitel, im letzten Unterricht, das Kapitel über die Taten des Schaitans, wie zum Beispiel der Zauberei und der Andeutung und Astrologie und so weiter, beendet. يبقى معنا القسم السابع وهو أعمال القلوب. نعم. Uns bleibt jetzt der siebte Teil des Buches, und zwar die Taten des Herzens. نعم. من أعمال القلوب المحبة. المحبة ذكرنا فيما تقدم أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. Zu den Taten des Herzens gehört die Liebe. Und wir hatten gesagt, dass die Liebe sich in drei Teilen lässt. محبة مع الله شرك أكبر. Eine Liebe, die so viel ist wie die Liebe zu Allah, und das ist ein großer Schirk. محبة لله وفي الله من أوثق عرى الإيمان للعمل والعامل والأزمنة والأمكنة. Und eine Liebe für Allah, das heißt, dass man für Allah liebt und für Allah heißt, hasst, und das ist die höchste Stufe des Glaubens. محبة جائزة، وقلنا هذه جائزة ولا إشكال فيها، مثل محبة الوالد والولد والزوجة، بشرط لا تقدم على محبة الله. Und die dritte Art der Liebe ist die natürliche Liebe, das heißt die Liebe zu den Kindern, zum Vater, zu der Familie, mit der Bedingung, dass sie nicht vor der Liebe Allahs stehen. يقول ابن القيم رحمه الله: قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. نعم. Und Allah hat bestimmt, so wie Ibn al-Qayyim sagt, und wenn Allah bestimmt, wird es nicht abgewiesen. Und zwar, dass wer eine Sache oder jemanden mehr liebt als Allah, wird Allah ihn damit bestrafen. قارون قدم محبة المال على محبة الله. عذب بماذا؟ عذب بماله. نعم. Der Karun zum Beispiel im Volk von Pharao, er hat die Liebe zum Vermögen, hat er bevorzugt als die Liebe zu Allah. Womit hat ihn Allah bestraft? Mit seinem Vermögen. Pharaon قدم محبة السلطان وهذه الأنهار تجري من تحتي جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه وعذب بهذا الذي قدم على محبة الله. نعم. Und der Pharao hat die Liebe zu seinem Reichtum und die Liebe zu seinem Reich hat er bevorzugt vor der Liebe zu Allah. Und er sagte, diese Flüsse, die fließen unter mir. Was hat Allah mit ihm gemacht? Allah hat das Wasser über ihn fließen lassen und ihn ertrinken lassen. Also wird der jeder, der eine Sache mehr liebt als Allah, mit dieser Sache bestraft. وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله. Und jeder, der vor einer Sache mehr Furcht hat als vor Allah, wird Allah ihn durch diese Sache Furcht einflößen. أناس كانوا إذا نزلوا منزل من المنازل ماذا يصنعوا؟ يستعيذوا بسيد هذا الوادي، يستعيذوا بالجن. ماذا كان الجزاء؟ خوفهم الله بهذا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ماذا كان فزادوهم رهقا. كل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به. نعم. Früher haben die Menschen in der vorislamischen Zeit, wenn sie an ein Tal angekommen sind und in diesem Tal stoppen wollten und Rast machen wollten, haben sie Zuflucht gesucht mit dem Dschinn von diesem Tal, mit den Dämonen von diesem Tal. Was ist passiert? Allah hat ihnen, weil sie Furcht hatten vor diesem Dschinn, hat Allah ihre Furcht gemerkt, wie es im Koran steht, wo er sagt, und dass Männer von den Menschen Zuflucht gesucht haben bei Männern vor dem Dschinn, da haben sie ihnen Furcht gemerkt. أقسام الخوف أو أنواع الخوف ثلاثة. Die Arten der Furcht sind ebenso drei. خوف عبادة وتعظيم وسر. يعني يخاف ويؤدي هذا الخوف إلى العبادة ويؤدي هذا الخوف إلى التعظيم.
ويؤدي هذا الخوف أنه يخاف منه حتى ولو لم يراه أحد. نعم، هذا الصرف لغير الله شرك أكبر. Die erste Art der Furcht ist eine Furcht der Anbetung. Das heißt, eine Furcht, die ihn dazu bringt, Allah anzubeten, sich vor Allah zu fürchten, sich von Allah beobachtet zu fühlen. Und dass er diese Furcht an Allah richtet, das ist ein Gottglaube. Und wenn er diese Furcht an jemand anderes richtet, außer Allah, dann ist das großer Schirk. الثاني من أنواع الخوف خوف طبيعي، خوف جائز، خوف لا يلام عليه العبد، خوف من اللصوص، من قطاع الطريق، الخوف من النار، الخوف من الأسد. نعم. Und die zweite Art der Furcht ist eine natürliche Furcht. Eine Furcht, für die der Mensch nicht beschuldigt wird und was keine Sünde ist. Wenn man zum Beispiel vor den Spionen oder vor den Räubern oder vor einem Löwen Furcht hat, das ist eine natürliche Furcht. الثالث من أنواع الخوف خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو يؤدي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق. Und die dritte Art der Furcht ist eine verbotene Furcht. Und zwar, dass es eine Furcht ist, die dazu bringt, dass du Allah dich widersetzt oder dass du etwas machst, was vor Allah verboten ist. يعني يمنع والده من الصلاة من صلاة الفريضة مع الجماعة. فهل يطيع أو لا يطيع؟ لا يطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال لا، أنا أخاف منه. نقول هذا خوف محرم. نعم. Wenn zum Beispiel sein Vater ihm verbietet, in die Moschee zu gehen oder zu beten, darf ihm gehorchen? Wir sagen nein. Was ist, wenn sagt, ich habe aber Furcht vor meinem Vater? Dann sagen wir, es gibt keinen Gehorsam zu den Geschöpfen in der Ungehorsamkeit zum Schöpfer. Das heißt, es ist verboten, hier dem Vater zu gehorchen. الشيطان يأتيك أحيانا ويلبس عليك، يقول أنت الآن عندما تدخل المسجد تتظاهر بالعبادة وكذا، وعندما تخرج تصنع كذا وصنعت كذا وتفكر في كذا وسوف نذهب إلى مكان كذا أنا وأنت، صحيح؟ فماذا تصنع؟ هل تقنط من رحمة الله وتطيع الشيطان؟ لا، هذا الخوف محرم ولا تقنط من رحمة الله. نعم. Es kann sein, dass der Shaitan zu einem Menschen kommt und sagt zu diesem Menschen, wenn du in die Moschee reingehst, dann tust du, als wenn du gottesfürchtig bist und viel betest und vor Allah Furcht hast. Wenn du aber rausgehst, machst du die und die Tat und machst du die Sünde und die Sünde und du denkst über dies und ich und du gehen jetzt an diesen und diesen Ort. Heißt das jetzt, dass dieser Mensch zweifeln soll an der Barmherzigkeit Allahs? Soll er jetzt Angst haben, zurückzukehren? Nein, der Mensch soll trotzdem den Weg befolgen. السائر إلى الله لابد أن يجمع في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء، يجعلهما كجناحي الطائر، لا يقوي جناح على الجناح الآخر وإلا سقط. نعم. Derjenige, der sich auf dem Weg zu Allah befindet, er muss immer mit zwei Sachen gehen. Auf der einen Seite, der eine Flügel soll die Furcht sein und der andere Flügel soll die Hoffnung sein. Und keines dieser beiden soll stärker als das andere sein. يعني الآن تنظر دائما إلى ذنوبك تخاف منها كأنها جبل يكاد يسقط عليك تخاف، ومع هذا الخوف لا تقنط من رحمة الله، تجمع بين الخوف والرجاء. نعم. Das heißt, der Muslim schaut auf seine Sünden, als wenn sie ein gewaltiger Berg sind über seinem Kopf und es könnte jeden Moment auf ihn fallen. Gleichzeitig aber hat er eine sehr starke Hoffnung auf Allah und auf die Barmherzigkeit von Allah. نعم. بعد هذا سنذكر التوكل. التوكل هو صدق الاعتماد على الله، يكون صادق في اعتماده على الله لا كاذب. Und als nächstes werden wir das Vertrauen auf Allah erklären. Das Vertrauen bedeutet, dass er mit Wahrhaftigkeit auf Allah vertraut, nicht in Lüge, nicht nach außen, sondern wirklich sein Herz vertraut auf Allah. وواثق في أن الله سبحانه وتعالى لا يغير. Und dass er fest daran glaubt, dass Allah der Erhabene ihn nicht verloren gehen lässt. ويأخذ بالأسباب المشروعة للممنوعة. ويأخذ بالأسباب المشروعة للممنوعة. يعني مثلا أراد أن يحفظ القرآن فيقول أنا متوكل على الله صادق واثق وأخذ يأخذ بالأسباب يراجع ويحفظ. نعم ويسمع. Und
Zum Vertrauen gehört auch, dass er danach Gründe unternimmt, um sein Ziel zu erreichen. Diese Gründe aber müssen alle erlaubt sein. Keines davon darf verboten sein. Wenn er zum Beispiel den Koran auswendig lernen will, dann vertraut er auf Allah mit Wahrheit und danach glaubt er daran, dass Allah ihm hilft dabei und er fängt an, langsam diese Sache auch zu unternehmen. Also gehört zum Vertrauen drei Dinge. Erstens die Wahrhaftigkeit. ويثق في أن الله سبحانه وتعالى ميسر له هذا الأمر لا محالة. Und die Gewissheit darin, dass Allah ihn diese Sache leicht machen wird. ويعمل يأخذ بالأسباب. Und die Taten, das heißt, er unternimmt die Taten. بعض الناس يقول أنا صادق في اعتماد على الله واثق. طيب في ماذا؟ قال في حفظ القرآن. طب قم راجع احفظ. قال لا أنام وأستيقظ أكون مثل الشيخ الإسلام أحفظ الكتاب وكثير من السنة. نعم هذا متواكل. نعم. Und es gibt Menschen, die sagen, ich glaube an Allah und ich vertraue ihm wahrhaftig und ich glaube auch, dass Allah mich nicht verloren gehen lässt und ich will den Koran auswendig lernen. Dann sagen wir zu ihm, okay, dann fang an und lern Vers für Vers. Dann sagt er, nein, ich will abends schlafen gehen und morgens aufwachen und so viel Wissen haben wie Sheikh al-Islam. Den ganzen Koran auswendig und das meiste von der Sunna will ich auswendig können. نعم. أقسام التوكل ثلاثة. أنواع التوكل ثلاثة. ينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام. Das Vertrauen auf Allah besteht aus insgesamt drei Teilen. الأول اعتماد مطلق. وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار. هذا الصرف لغير الله شرك أكبر. يعتمد في كل صغيرة وكبيرة. نعم. Das erste ist, liebe Geschwister, dass man sich vollständig erstmal auf Allah vertraut und dass man daran glaubt, dass das Nutzen und der Schaden nur von Allah abhängt. Dieses Vertrauen, wenn man das an jemand anderes richtet, außer Allah, das ist ein großer Schirk. الثاني اعتماد على حي لكن مع نوع افتقار. هذا الشرك أصغر. مثاله بعض الناس ينفق عليه الأمير. طيب من أين تأكل؟ يقول من عند الأمير. طيب لو قطع عنك النفقة؟ قال أموت أتشرد أضيع أنا وأولادي. هذا مفتقر إلى الخلق. هذا هو الشرك أصغر. نعم. Die zweite Art, liebe Geschwister, ist, wenn man sich an ein Geschöpf bindet und glaubt, dass man von ihm abhängt. Zum Beispiel, manche werden versorgt vom Bürgermeister zum Beispiel. Ja? Und du sagst zu dieser Person, was ist, wenn der Bürgermeister jetzt stirbt? Was würdest du machen? Dann sagt diese Person zum Beispiel, ich würde verhungern. Ich hätte keine Chance. Mir wäre das Genick gebrochen. Das ist falsch. Und das ist eine kleine Art von Schirk. الثالث وكالة. يأتي إنسان ويفوض آخر يقول أوكل فلان في أن يشتري لي سيارة، يشتري لي قطار، يشتري لي جهاز اتصال مثلا. هذا يصح؟ يصح ولا إشكال. نعم. Das dritte, liebe Geschwister, ist, dass man auf jemanden vertraut, um eine Sache erledigen zu lassen. Zum Beispiel sagst du, ich beauftrage dich, dass du mir ein Auto kaufst. Oder dass du für mich diese Sache erledigst oder dieses Geschäft machst. Das ist gar kein Problem und das ist eine Sache, die normal ist. إذن الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار صرف لغير الله شرك أكبر. Also ist die erste Art von Vertrauen diejenige, dass man alles auf Allah überlässt, auf Allah vertraut, dass man daran glaubt, dass der Nutzen von Allah kommt und der Schaden nur von Allah abgewendet werden kann. Wenn man das jemand anderem richtet, außer Allah, dann ist das großer Schirk. الثاني اعتماد على حي لكن مع نوع افتقار. فهذا الشرك الصغير. Das zweite hatten wir gesagt, ist, dass man sich auf ein Geschöpf verlässt mit ein bisschen Armut. Das heißt, du zeigst diesem Geschöpf gegenüber Armut und du zeigst diesem Geschöpf gegenüber, dass du an ihn gebunden bist. Wir hatten gesagt, dass das der kleine Schirk ist. الثالث وكالة. توكل تفوض إنسان وهذا يصح ولا إشكال فيه. نعم. Und die dritte Art ist, dass du einer Person etwas beauftragst und ihm darauf vertraust.